Bei den Arbeitern 0% ist auch kein Wunder. So, gleich steht wieder alles still. Es bewegt sich was. Haben sie sich selbst geholfen? Das will ich jetzt sehen. Ob sie sich da jetzt selbst wieder rausgefahren haben oder nicht. Nee, anscheinend nicht. Fett krassen Respekt, Leute. Eine Nacht geht's gut, die zweite Nacht ist wieder scheiße. Geil. So, was machen wir jetzt? Ich würde einfach mal sagen, mit diesem schönen Bild hier, mit den ganzen Bussen und mit allem, sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich werde ein bisschen offline das umbauen und danach werden wir uns dann das nächste Mal wiedersehen, wenn es umgebaut ist. Und zwar besser. Und zwar in einer solchen Version, dass es nie wieder sich so staut, dass nichts läuft. Es wird nie wieder passieren danach. Damit wir solche Scheiße wie die anderen Aufnahmen zuvor nicht mehr haben. So. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, liebe Freunde, ich begrüße euch zurück zu Cities in Motion 2. Und wie ihr seht, ich habe umgebaut. Ja. Ich habe umgestaltet, ich habe einfach alles gemacht. Und ich erkläre es euch einfach kurz. Und zwar habe ich zum Beispiel die Routen zusammengefasst, die von hier kommen und nach hier gehen. Das könnt ihr hier sehen. Also das sind dann hier drei Routen. Das wäre die Linie 1, Linie 2. Ist das hier, glaube ich? Linie 3 und Linie 4. So, die müssen ja immer hier entlang. Einer biegt dann hier ab und die anderen fahren ja hier hin. Das ist ja, glaube ich, hier 1, das ist 3 und das ist 4, irgendwie sowas. Und ich habe halt alle Linien sozusagen, die von einer Richtung kommen und auch in eine Richtung gehen, habe ich zusammengefasst, so dass sich diese nicht mit den anderen kreuzen. Und das habe ich jetzt auch ein paar Stunden gestern getestet. Was es war, es gab, glaube ich, hier an diesem Depot gab es mal kurz einen kleinen Stau bis hier etwa, weil die weil da zu viele Busse drin waren wegen Berufsverkehr und allem möglichen. Aber sonst, es gibt keine Staus mehr. Es gibt, okay, was ich noch sagen muss, hier staut sich's ein bisschen, also dass da mal so 4-5 Busse stehen, das ist ja in Ordnung. Und ich habe hier bemerkt, dass die Linie 4 und vor allem auch hier die Linie 10 extrem belastet sind. Wirklich extrem. Ich habe geguckt, die 10er sind immer voll. So gut wie voll. 60-60. Und hier die Linie 5 hat sich jetzt auch extrem gesteigert. Die war davor eine der schwächsten Linien. Deshalb habe ich auch schon ein paar neue Haltestellen hinzugefügt. Und zwar möchte ich jetzt gern auf zusätzliche Straßenbahnen noch umschalten. Wie ich das jetzt genau mache, ob ich die jetzt hier mit inbegreife oder das weiß ich noch nicht. Aber ich kann es euch mal kurz so zeigen. Also hier, die Straße kreuzt sich nie mit der anderen. Was ich nur reingemacht habe, sind hier solche Fußgängerzonen, damit, also die haben alle einen Namen, ist ja krass,
damit sozusagen die Passagiere von da hin und her wechseln können. Weil das habe ich bemerkt. Wie soll ich sagen, das habe ich bemerkt, wo ich angefangen habe, da waren hier überall nur Leute, weil die ja nicht hin und her pendeln konnten, sondern halt immer nur innerhalb von sich. Und das ging halt irgendwie nicht gut. Hier meine Zufriedenheit ist jetzt auch auf 54%. Ja. Und deshalb habe ich hier solche kleinen Fußgängerzonen eingebaut, wo auch die Busse einfach durchfahren und nicht halten oder sonst irgendwas. Das finde ich gut. Was ich aber dadurch noch bemerkt habe, dass die Linien 6 und 5 extrem, wirklich extrem belastet sind. Ich habe die, glaube ich, schon runtergemacht auf einen halben Stundentakt. So. Und genauso, jede Linie hat sein eigenes Busdepot. Das habe ich auch noch gemacht. So. Mehr gibt es zu dieser Zeit noch nicht zu sagen. So, außer das ist hier, wenn man hochscrollt, ein riesen Gewirsch. Und hier so, naja. Aber ich werde jetzt eine Straßenbahn, und zwar ein großes Straßenbahndepot. Kann ich das hier irgendwo reinbauen? Wäre echt freundlich, weiß ich das hier ab. Geht nicht, warum nicht? Keiner Linie zugewiesen. Dann verkaufen wir die halt, was da drin sind. So. Weg. Das auch. Und dann bauen wir hier ein großes Straßenbahndepot hin. Nicht genügend Platz, Straße zu stellen. Ne, da will ich es eigentlich nicht hin machen. Achso, das ist die Straße. Das heißt, ich müsste eigentlich eins von da unten weg machen. Das heißt, ich müsste ja das da weg machen. Und das da auch, weil das wird nicht benötigt. So. Das heißt, wir bauen es da genau hin. Oder bauen wir das nach vorne? Nee, hier geht's ja nicht. Na, so. Hätte ich das ganz gerne. Und zwar ohne, dass hier mir ein großes Gebäude jetzt da rein wächst. So, und jetzt muss ich überall, wo ich das haben möchte, Straßenbahngleise machen. So, und zwar möchte ich das hier auf der ganz linken Spur haben, oder? Weiß ich nicht. Auf der ganz rechten wäre kacke, deshalb tun wir es mal auf die mittlere legen. So, und jetzt muss ich kurz gucken, wo Linie, hier Linie 10 und 11 ist da. Habe ich noch 3? 1, 2, 3. Ja, die brauche ich noch. Das heißt, ich versuche es jetzt einfach mal. Das hier so zu machen. So, und jetzt 10. Okay, das heißt, ich lasse es ganz normal dorthin führen. So. Und dann so und dann so. So, wie führt denn die 10? Die führt hier weiter. Da.